Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Weiterhin hier mit Jan. Hallo. Hallo. Ja, wir sind schon fleißig dabei. Ich sehe jetzt schon das nächste Feld. Hallo. Jan ist fleißig dabei und fährt Hallo. Stroh ein. Boah, wie geil fühlt der sich denn jetzt? Was? Ja, der macht sich ja erst nur hinten voll. Der schiebt das von vorne nach hinten. Von hinten nach vorne. Richtig? Ja. Mega gut. Hat er ja früher nicht gemacht. Jo. So. Was hast du? Ordentlich gut weit rein hier. Ich glaube, so wie vorher auch, oder? 10.000, denke ich mal, ne? Bin jetzt schon bei 10.000. 21.300. War, glaube ich, früher auch, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wem war das früher? Nein, zack, voll. Das gleiche Modell ist. Ja, genau. Könnte ja auch schon wieder neueres sein. Na, guck mal, der Dussel ist weg. Jo. Oh, ist Rückwärtsgang. Na komm. Ja, was sich jetzt echt hinzieht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist gerade das Säen, ne? Ja. Also das zieht sich jetzt gerade wirklich extrem hin. Aber Jan fährt jetzt das Stroh weg, Leute, dann verkaufen wir unseren ganzen Bestand. Und dann müssen wir mal gucken, vielleicht verkaufen wir nämlich die Sämaschine und den Grubber und wir leihen uns erstmal nur die Geräte. Ja. Oder wir, behalten unsere Sämaschine und Grubber. Wenn man mal kein Geld hat, kann man nämlich trotzdem mit den Geräten arbeiten. Richtig. Ja, in dem Sinne haben wir gerade 30.000 für Scheiße ausgegeben. Weil wenn man so nimmt, hättest du vielleicht 5.000 oder 6.000 gekostet, der Ladewagen. Und dann jetzt haben wir einfach einen und ja. Ja, klar. Aber vom Prinzip, Jan, ne? Ja. Müssen gleich sowieso gucken, wo du die Scheiße verkaufst. Früher war es beim Zirkus. Was macht piep, piep, piep. Echt? Ja, jetzt bin ich voll. Cool. Kaufen da. Was machst du? Verkaufen? Ja. Gut. Du glätt hast, es passiert nichts. Hey, abkippen. Genau das gleiche. Ja, kommt wieder Geld rein. Gar nicht so wenig. 1658. Das geht eigentlich. Weil die nächsten zwei Felder sind ja auch wieder Stroh. Ja. Also daher lohnt sich das schon, dass wir den, glaube ich, gekauft haben. Denke ich. Ja. Ich bin gleich mal gespannt, wie die Nacht aussieht später. Ja. Und wie das dann hier mit den Lichteffekten ist, weißt du, von den Scheinwerfern und das, ob sich das dann wieder alles so, weißt du, dass einer weg ist oder nicht weg ist und darauf bin ich auch gespannt diesmal. Aber sie haben ja gesagt, sie haben diesmal sehr viel Wert auf den Multiplayer gelegt, man merkt es aber auch. So viele spielen das nicht in Singleplayer, oder? Nein. Nein, ich glaube wirklich, dass der größte Teil wirklich Multiplayer einfach spielt, ne? Mit Freunden. Ja. Er macht ja auch mehr Spaß, Jan. Ja. Weil, guck mal, alleine, überleg mal, du müsstest jetzt alleine, hättest du jetzt das Feld geerntet. Dann würdest du jetzt, hättest da hinten gesät. Und wenn du Geld sparen willst, musst du ja alles selber machen. Das bedeutet säen, danach wärst du hier grubbern gegangen, wo ich jetzt drauf bin. Dann hättest du wieder gesät, dann müsstest du das andere Feld grubbern, wieder säen. Überleg mal, wie lange. Das sind 3-4 Stunden Spielzeit. Ja. Klar, wenn nachher alles läuft, dann hast du keine Probleme mehr, Leute. Dann geht das alles ruckidizuck. Ich kann immer nur zu den Leuten sagen, habt am Anfang Geduld bei LS. Und der Vorteil ist jetzt, ihr könnt leihen. Was ich und Jan am Anfang jetzt verkackt haben. Aber man kann Geräte leihen. Und dadurch spart man. Oder dadurch.
hat man eigentlich schon einen riesen Vorteil. Ja. Ich kann auch mal gucken, vielleicht muss ich die Mission anstellen im Multiplayer, Jan. Nein. Kann ich nicht. Ich kann das Spiel pausieren. Guck mal. Fortsetzen. Mein Spiel leckt. Das ist auch eine geile Funktion, oder? Ja, ich weiß, ihr seht jetzt das Passwort, aber wir gucken gerade hier separates Konto. Nein, neue Felder herstellen. Helfer einstellen. Fahrzeug zurücksetzen. Tiere verladen aus. Fahrzeug verkaufen. Tiere verladen. Da, klar darf Jan das. Fahrzeug verkaufen darf Jan auch. Fahrzeug zurücksetzen darf Jan auch. Neue Felder herstellen darf Jan auch. Fertig. So, Jan darf alles. Cool. Darf ich Autos kaufen? Nein. Da darf ja doch nicht alles, was da los? So, fast wieder voll. Leider macht's ja beep, beep, beep. Finde ich aber auch cool, dass er dir wirklich Bescheid sagt. Wo ich wirklich am Überlegen bin, zu gucken, was man für unseren Mähdrescher bekommt, den zu verkaufen, und wenn wir einen brauchen, leihen wir uns einen. Ja. Weil wir müssen ja auch Fahrzeugsmieten bezahlen, Jan. Piep, piep, piep. Das ist genau so eine Warnmeldung wie beim Bus oder so, wenn die Türen zugehen. Wie cool. Also wenn wir den so verkaufen, kriegen wir 25.000 einmal 3.000. Also das wären 6, 7, 8, gut 28.500. Kriegen wir für den Mähdrescher. So. Ja. Ohne ihn in die Fläche zu stellen, ne? Ist nicht wenig, ne? So. Weil überleg mal, wenn du hier einen großen hast, was du dann raushauen kannst. Man könnte ja theoretisch dann auch einen großen mieten, ne? Ja, klar. 22.000 kostet zum Beispiel dieser F-Activia 7347S. Ja, man muss ja auch nicht gleich übertreiben hier mit dem teuersten in dem Sinne. Du musst halt gucken, dass du einigermaßen schnell vorankommst, aber dir nicht die Haare vom Kopf frisst, ne? Und dass du so viel mit deiner Ernte auch verdienst. Ja. Weil wenn der 22.000 kostet pro Stunde und du ratterst einen hier... Insgesamt, Tag. Was? Ganz darüber. Ja, 22.000. Da unten steht auch Betriebsstunden, ne? Du musst das mal lesen. Ja. Ja. Eine Betriebsstunde. Mein Fahrzeug hat jetzt 41,4 Stunden. Also eine Betriebsstunde ist unten ein Zähler. Meinst du, wie schnell du die voll kriegst, Jan? Naja, wir machen uns jetzt erstmal keinen Stress. So lange hat es jetzt vorhin auch nicht gedauert zu ernten. Also das Ernten ging eigentlich. Also ja, ich bin eher der Meinung, man braucht einen Grubber und eine Sämaschine, ne? Ja. Und ob sich die lohnen zu leihen? Weil ich fand die jetzt nicht teuer, du. Ja, was würdest du denn machen, wenn du jetzt alleine spielst? Kaufen oder leihen? Kaufen. Kaufen, ne? Ja. Haben wir. Genau. Leihen kann man zum Beispiel beim MySex dann machen oder so. Genau, oder wenn du jetzt unbedingt einen großen Trecker brauchst oder so. Ja, Angebot kommt für Kartoffeln, dann leihst du kurz diese fette Maschine da und Abmarsch. Genau. Und Abmarsch, genau. Ja. Mahlzeit, Kevin. Dankeschön, Kevin. Alles schön mitnehmen hier? Ruhig lassen. Ich brauche echt lange, Jan. Leck mich am Arsch. Guck das mal an, Junge, was ich erst hab. Junge. Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn. So.
So. Und ich muss gleich noch ein Feld. Also ich schätze mal, ich werde eine Woche lang für die Zuschauer nur sehen. Ich hätte mal die Aufgaben tauschen müssen. Also was ich gemacht hätte, wäre eigentlich besser fürs Video gewesen. Im Prinzip schon. Aber da kommt ja noch genug Folgen. Wir sind ja nicht nach 5 Folgen fertig hier. Ich dachte, wir machen nur 5 Folgen. Achso. Achso, alle zehn Folgen Map wechseln, ne? Ja. Und einfach neu anfangen. Nein. Fertig. Mit Sicherheit nicht. Ja, wir können ja auch gleich mal wechseln, dann grober ich und du seht's hier weiter, ne? Ja. Oder soll ich gerade das Lager leer fahren? Ich bin jetzt eh fertig mit Laden. Ja, deswegen frage ich ja. Du so. Säst und ich mache das Lager leer oder wie wollen wir machen? Können wir. Na, dann lasse ich den Trecker hier stehen. Wie schnell fährt der denn hier? Auch 43, okay. Du kannst den jetzt nehmen. Ja, ich wollte... Wollen wir den hier dann automatisch grubbern lassen? So. Hä? So. Nein? Bist du dir sicher? Ja. Okay. Hey, mach Trick aus, kostet Benzin. Benzin. Wo ist denn jetzt das da hinten? Ab geht die Post. Wieso hat das Ding denn hier so eine rote Lampe oben auf dem Lenkrad eigentlich? Wofür ist der denn? Notfallstromaggregat. Okay, Weizen. Start. Aber sieht man da jetzt einen Unterschied? Ich fahr mal auf die Straße. Mich würde gerne interessieren, ob wirklich der Reifendollar eingedrückt ist, weil ich jetzt nur vorne geladen habe, ne? Ich finde nicht. Sieht zumindest nicht so aus. Achso, ich muss gucken, wo ich Weizen hinbringen kann. Oben rechts. Bei Goldcrest Pacific Grain. Okay. Muss man da Feldweg fahren? Aber ganz kurz. Pacific Grain meinst du? Bei Feld 13, ne? Ja. Alles klar. Okay, Vollgas. Wie in echt. Dass wenn du Vollgas gibst, dass dann auf einmal der Trecker leise wird. Ist in echt genauso, Jan, wenn du im Trecker sitzt. Okay, mit STRG links und I kann man hier abladen. Okay, jetzt könnte ich einfach hier abkippen. Okay. Steht da gerade bei mir. STRG und links I. Alter, bergauf. Rennt, 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 rennt. Alter, wie geil. Oh, scheiße. Bin an dem Feldweg vorbeigefahren. Umdrehen. Aha. Jo. Mega cool. Weißt du, wofür die rote Lampe mit Sicherheit ist? Wenn du den tunst. Hä? Ja, dass der dann irgendwie im... Weißt du, wenn er zu warm wird oder so, Jan? Verstehst du? Also. Auskippen ihn. Fertig. Fertig.
Feld Nummer 13. Fläche 3,19 Hektar, Normalwert 258.390. Okay, Mehrspielermodus sind keine Missionen verfügbar. Das finde ich doof. Ja. Naja. Und wahrscheinlich eh ganz schnell an ganz viel Geld. Ja gut, wenn wir jetzt überlegen, wir haben 31.000 für den Dingens auszugeben. Und haben jetzt schon wieder 12.000. Also ich gehe auch einfach davon aus, dass das Geld gar nicht dieses große Problem sein wird, Jan. Ne? Geld wird nicht das Problem sein. Ich finde oben die Anzeige ein bisschen groß. Findest du nicht auch? Welche? Oben rechts, da wo Uhrzeit drin steht, ja. Sonne und Geld. Könnte ein bisschen kleiner sein, ne? Passt eigentlich, finde ich. Okay. Ich finde das eh besser mit diesem schwarz hinterlegten. Was ist denn hier? Eine Tiefgarage? Jo. Aber kann man nicht rein, okay? Ja, da könnte man jetzt reingehen in die Tiefgarage. Okay, ja, 1600 Weizen lassen wir, ne? Gerste. Ja. 7000. Zack. So, wo müssen wir die Gerste hinbringen? Ich will immer I drücken für Escape Kevin. Preise. Was habe ich jetzt gesagt? Was habe ich? Gerste. Achso, das kann man doch nach rechts schieben. Ach du Scheiße, Alter, was gibt's denn hier alles? Okay, Leute. Wir brauchen Gerste. Gold Pacific Grain? Nein. Zu Mary's Farm. 564 bekommen wir da. Also unten rechts. Mary's Farm. Ach du Scheiße, okay. Ab geht die wilde Fahrt. Tschüss! Tschüss. Lol. Ich hab voll die Dreckspuren gemacht auf der Straße. Ihh. Die Straße putzen, Jan. Nein. Nein. Okay, hier ist ein Highway. Highway to... Alter, hier ist ja der Bär los. Wie soll ich denn hier rüberkommen? Jetzt, beschleunige. Vollgas! Blinker aus. Die fahren schneller wie ich! Jan, hol mir eine Nusseinspritzung! Haben wir gar nicht. Ah, da muss ich dir aber recht geben. Das mit der Karte ist schon etwas ja. Blöd, dass du die mit Null auch wegdrücken kannst dann in dem Sinne. Weil groß und klein war vorher schon ganz okay, ne? Ja. Wir sagen auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!